Hey ho, hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir Orangenbrust? Nein, Hähnchenbrust in Orangensoße. Tja, die habe ich schon soweit vorbereitet. Im Rückblick sehen wir gleich, wo die vorbereitet wurden. Oh, das riecht richtig orangig schon. Und ja, ursprünglich hatte ich ja geplant, die auf dem Grill zu grillen. Rezept hat übrigens mein Schatz rausgesucht. Aber nachdem ich dann irgendwann einmal das Rezept komplett durchgelesen hatte, habe ich leider den Grillplan wieder verworfen. Warum? Ganz einfach, die müssen in der Pfanne gebraten werden und danach wird in der Pfanne mit diesen Bratresten, ja, ich sag mal Bratreste, die Soße gemacht. Deswegen machen wir das hier in der Küche. Dazu gibt es einen leckeren Reis, aber nichtsdestotrotz wird es mit Sicherheit verdammt lecker werden. Ist halt wieder nichts draußen grillen. Blöd gelaufen. Habe ich auch erst vorher fertig durchgelesen. Tut mir sorry. Dann ging es um ein Gewürz. Ich weiß gar nicht, wo ich es liegen habe. Ras Hanut oder irgendwie so ähnlich heißt es. Habe ich hier nirgends bekommen. Dann überlegt, ob man es selber nachmischen. Wäre eventuell möglich gewesen. Aber da gibt es auch Millionen Rezepte dazu. Ja, und dann ist mir ein anderes Gewürz in die Hand gefallen und habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal auf die Zutatenliste hinten drauf und siehe da, bis auf ein Gewürz war da drin alles vorhanden, was in dieser Zutatenliste steht. Und original wird das Gewürz sowieso mit was weiß ich wie viel verschiedenen Einzelgewürzen gemacht und deswegen haben wir das einfach so genommen. Gut, dann geht es jetzt dann über, wie die Hähnchenbrust vorbereitet wurde und danach sehen wir uns schon da, ja, an der Pfanne. Attacke. Jo, dann schiebe ich noch eine kurze Zwischensequenz dazwischen, aber erst wenn die Cam gerade ist, so gefällt es mir besser. GMF Grillen mit Freunden 2.0. Leute, man kann sich anmelden auf unserer GMF-Seite. Da sind alle Infos. Aber denkt dran, nur wer auch bezahlt hat, gilt als angemeldet. Ja, das wollte ich eigentlich noch loswerden. Also ein paar Leute sind schon. Und je mehr, desto besser. Leute, kommt auf die GMF-Seite, meldet euch an. Ich werde sie unten drunter verlinken. Definitiv. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Okay. Weiter mit einem anderen Video. So Leute, hier jetzt der kurze Rückblick. Habe ich Rückblick gesagt, dass ich einen mache? Egal. Und die Hähnchenbrustfilets, die werden wir jetzt dann etwas kleiner schneiden, in Scheiben, Streifen. Dann haben wir eine Bio-Orange. Zumindest wurde das gesagt. Eine Reibe, Salz, Pfeffer, Paprika. Einen grobkörnigen süßen Senf. Dann ein Pinsel, den man auch ja, sehr leicht verlegen kann und nicht mehr wiederfindet. Messer, ganz klar, ich nehme wieder mein gutes Grillschuhmesser. Ja, und dann hatte ich das Problem mit dem Gewürz, dem Ras El Hanut Gewürzmischung. Ja, ich habe mir hier jetzt einmal so auf die Schnelle was ausgedruckt. Und was soll ich sagen? Ich habe es nicht bekommen. Also nirgends die fertige Ras El Hanut Gewürzmischung. Die macht sowieso jeder etwas anders.
Und so habe ich es zumindest gelesen im Internet. Und ich habe halt jetzt geguckt, dass ich so ungefähr was Gewürz habe, was hier ganz gut dazu passt. Hier habe ich schon abgehakt, was alles in dieser Gewürzmischung drin ist. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist schwarzer Pfeffer, aber da tun wir ja von da hinten einen drauf. Und süßes Paprikapulver, das haben wir auch hier. Ja, und welche Gewürzmischung passt am besten eben jetzt dazu als Ersatz? Jo, Johnny's Indian Rub. Ja, gut. Den haben wir jetzt als Ersatz. Schneiden wir mal unsere Dinger in. Jo. Was haben sie geschrieben? Scheiben oder Streifen? Fleischscheiben. Boah, wie soll man die Teile in Scheiben schneiden? Ich probiere es ganz einfach mal aus. Passt, passt. Das kleine Fitzele passt sowieso. Fertig. Geschnitten. Messer kann dann schon wieder weg. Und wir können eigentlich schon mit dem Würzen anfangen. Da werde ich mir die Scheiben in die Schale legen. Ja, dann mal schnell eben die Handschuhe waschen gehen. Dann werden wir die Scheiben dünn einstreuen. Dieses Mal extra die kleinen Gewürzstreuer genommen. Die sind doch etwas feinfühliger. Da hat wieder einer beim letzten Mal nicht zugemacht. Furchtbar. Ich weiß gar nicht, wer das zuletzt gehabt hat. Dann nehmen wir unseren süßen, grobkörnigen Senf. Den Pindel, den man gerne verlegt und nicht mehr wiederfindet. Und dann pindeln wir das Ganze mal hier ein bisschen ein. Ein bisschen streichfähig könnte er sein, der Senf, aber das kriegen wir schon hin. Nehmen wir unsere Bio-Orange und reiben ein bisschen was darüber. Und überhaupt was rauskommt. Nur nicht blöd sein. Man muss sich nur zu helfen wissen. Schatz, irgendwie kommt deine blöde Bio-Orange nicht durch die Reibe durch. Machst du da? Das Orangenmaterial abschaben. Ja, siehst du, es funktioniert. Kann ich da helfen? Mir ist nicht mehr zu helfen heute. Reicht das schon oder soll ich da noch was drauf rubbeln? Ja, auf die zweite Seite muss da noch gerubbelt werden. Komm, Geteri, machst du das? Bitteschön, aber woanders, weil hier muss ich jetzt die Hähnchenteile umdrehen. Dann werden sie von der anderen Seite gewürzt und, aua, reißt da die Tür neben mir auf. Ja, und das Spiel beginnt von vorne und ich zeige euch nachher noch das Ergebnis. Tust du hier noch die Reste raus? Ja. Und hier haben wir das andere und das bestreuen wir jetzt noch. Die Hähnchenscheiben damit. Oh Schatz, möchtest du das nicht machen? Ach, ich mit meinen dicken Handschuhen hier. Mach, komm, mach du schnell. Alles gut? Wunderbar, Dankeschön. 5 Euro extra. Na, da kauft man schon das Essen ein und dann will sie noch 5 Euro für ein bisschen Ding haben. Ich glaub's ja gar nicht.
Ja, Leute, dann wird das Ganze jetzt eben noch mit Folie abgedeckt. Und dann darf das Ganze noch im Kühlschrank zum Schlafen gehen. Sollte mindestens eine Stunde ruhen. Besser über eine ganze Nacht. Und ja, wir nehmen jetzt... Funktioniert ja nicht, weil der Michi das gestern verpennt hat. Ja, nein, ich habe es nicht verpennt. Ich habe andere Sachen zu tun gehabt. VPN. Ja, gut. Kühlschrank. Bei uns werden es jetzt 2, 3, 4 Stunden. Und später geht's dann weiter. So Leute, in der FP35 von Petromax geht's gleich weiter. Da werden wir schön Olivenöl heiß machen und dann die Chicken-Teile rein. Aber jetzt hier noch die kleine Übersicht für die Soße hier drüben. Da haben wir dann nochmal den India-Rub, Salz, Pfeffer, Paprika noch ein bisschen. Bisschen Limettensaft, kann man auch Zitrone nehmen. Bisschen Piment, Creme Fraiche und ein bisschen Honig. Und natürlich der selber frisch gepresste Orangensaft. Gut. Olivenöl heiß machen. Die werden wir jetzt eben soweit fertig braten und dann ja nochmal in die Schale rein. Die habe ich gerade schon sauber gemacht und dann auf den Ofen stellen, wo sie dann warm bleiben, hoffe ich zumindest. Ein bisschen gleich Orangensaft mit hinzu, der kommt hier nachher eh rein. Ja, und dann können wir es auch schon in die Schale reintun und drüben auf dem Ofen zum Nachziehen geben. Und was ist mit dem letzten? Was? Habe ich eins? Ja, jetzt habe ich tatsächlich eins vergessen. Nicht zu hoch, schon mal, ja. Also das müssen wir auf alle Fälle rausfischen hier. Das ist mir dann doch zu schwarz. Ja, auch das passiert. Aber man kann Fleischsaft angebrutzelt. Jo, angebrutzelter Fleischsaft. Hui, ich glaube, das war doch ein bisschen zu viel Hitze vorher. Ja, du Irrer, auf dem Induktionsherd, das weißt doch. So Leute, nach ausgiebigen Fischen, ja, kann man es jetzt so lassen. Jetzt tun wir etwas von dem Honig mit rein. Oh, verdammt. Der mag auch nicht mehr so, wie er soll. Mach mal mit dem Limettensaft weiter und Sprut. Ein klein bisschen Piment. Bisschen was von unserem Gewürz. Ne? Also wie gesagt, das India Rub. Ein bisschen Paprikapulver noch.
Ja, jetzt fehlt bloß noch der Honig. Ah, da kommt der Honig. Welcher ist denn das jetzt? Den habe ich von einem ganz netten Fahrgast gekriegt. Okay. Wie viel? Ja, so ein Teelöffel oder mach eineinhalb, zwei. Und du, was kommt noch dazu? Bisschen einreduzieren lassen, dann Creme Fraiche und ja, dann können wir auch schon servieren. Beziehungsweise noch mal kurz die Hähnchenteile rein, dass sie noch mal ein bisschen Wärme ziehen und dann ist gut. So Freunde, wir haben es jetzt tatsächlich noch mal getan und zwar ja, das komplett abgeseiert oder wie sagt man da? Ja, und noch ein bisschen frisches Fruchtfleisch hinzu. Einfach, dass wirklich die schwarzen Boppel draußen sind. Was machst du denn? Nochmal anheizen und dann kommt der das Creme Fraiche hinzu. Und da nehmen wir jetzt einfach ein spitziges Messer. Zack. Und dann sollte das Zeug eigentlich, beim letzten Mal hat es wunderbar geklappt, ja plopp, ist es draußen. Geht doch. Also wenn ihr das macht, Leute, passt auf, dass euch nichts ansetzt unten. Dann setzen wir unsere Hähnchenteile wieder hier rein. Voilà, und fertig sind wir für den Tisch. Sieht das nicht richtig lecker geil aus? So Leute, fertig ist mein Tellerchen mit der Hähnchenbrust in Orangensauce. Das lasse ich mal jetzt schmecken. Aber ihr dürft es noch ein Probiererle sehen. Basmati-Reis ist übrigens auch aus Indien. Ist das ein Basmati gewesen? Ja. So Freunde, dann kommt jetzt noch das kleine Probiererle. Das Essen kann was. Lecker. Wirklich sehr lecker. Yum. Mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Wart mal ab, bis Schatz auch gegessen hat und vielleicht die Stimme aus dem Hintergrund wieder macht. Aber ich esse jetzt. So Freunde, noch das schnelle Fazit. Schatz hat gesagt, es war auch sehr lecker. Ihr hat es gut geschmeckt. Mir hat es auch sehr lecker geschmeckt. War mal etwas anderes. Und Katz, du gehst da runter vom Tisch. Oh, das ist ein dicker Brocken hier. Na guck, da ist die Kamera. Verschwind. Ja. Was ich allerdings dazu sagen muss, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel von dem Limettensaft erwischt. Hätte man gegensteuern können mit ein bisschen mehr Honig. Ich denke, hätte mein Schatz abgeschmeckt, hätte es noch wesentlich besser geschmeckt. Aber so war es schon in Ordnung. Ja, Nachmachempfehlung auf alle Fälle. Nur mit dem Hinweis, aufpassen, dass es nicht ankokelt. Ja. Passiert. Wir haben es aber trotzdem noch gerettet und ja, alles gut. Jetzt habe ich noch im Kühlschrank noch mal ein paar Hähnchenbrüste. Die werde ich morgen definitiv auf den Grill schmeißen und dazu auch ein Video machen. Okay, Leute, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Oder im nächsten Video.